Und wenn du es noch nicht gemacht hast, schreib mir jetzt gerne deine Server-IP in die Kommentare und abonniere diesen Kanal kostenlos, damit du nicht verpasst, wenn ich deinen Server vorstelle. Moin, Servus, Moin. Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Server-Vorstellung. Heute stelle ich den Trainingslab.net Server vor. Wir starten wie immer direkt in der Lobby und ich muss aber mal sagen, das ist ultra korrekt, das vom Team. Ich bin hier drauf gejoint, jemand hat meinen Namen in den Chat geschrieben, ja yo, kenne deine Videos. Und ich habe direkt den Influencer-Rang bekommen, also sieht man ja am Scope. Ich bin jetzt noch nicht reconnected, aber ich finde auf jeden Fall eine nette Geste so. Auf jeden Fall schauen wir uns den Server direkt mal an. Hier am Spawn haben wir direkt so einen Shop mit einem Rangshop. Hier kann man sich die verschiedensten Ränge kaufen für bestimmte Laufzeit. Ja, eine Woche, ein Monat und 3 Monate. Das ist dann so wie hier beim Training Rang. Auf jeden Fall richtig nice, also Trainerrang, dass man sich die Ränge hier erspielen kann, also mit den Coins. Auf jeden Fall richtig nice. Hier, ich muss auch sagen, die Lobby ist mega nice. Ja, ich sag sehr oft mega nice gerade, Lul. Ja, aber muss sagen, die sieht auf jeden Fall selbst gebaut aus. Also ich kenne sie jetzt noch nicht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Lobby schon kennt. Es schreiben ja immer so ein paar Leute, ey yo, ich kenne die Lobby von dir mit dem Server. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass es da so ein paar Leute gibt, die sich damit auskennen. Auf jeden Fall fangen wir direkt mal an hier mit dem Navigator. Da hat man hier Spawn, Schatztruhen, Bad Wars mit Unterkategorien. Hier Skywars auch mit Unterkategorien und F auch mit Unterkategorien. Dann hat man hier direkt die Gadgets, da habe ich nichts ausgewählt. Und das Profil, und ich muss sagen, das Profil gefällt mir ultra gut, weil hier hat man die verschiedensten Features einfach aufgelistet. Nämlich haben wir hier direkt den Spieler verstecken. Dort kann man halt einfach ja, im Profil selbst das alles auswählen. Das ist mega nice. Einstellen kann man hier auch Doppelsprung, Schnelligkeit und die Hotbar Sounds. Dann haben wir hier die Freunde. Ich habe keine Freunde. Uff, offene Anfragen habe ich auch nicht. Dann haben wir hier direkt auch schon die Gadgets. Die muss man sich allerdings erstmal kaufen. Ja, auch wieder eine Lösung, die Coins auszugeben. Lobbywechsel kann man ja auch alles machen, also ich muss ehrlich sagen, das ist echt gut durchdacht und umgesetzt. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen es direkt mal an hier mit Bad Wars und das mit MG Rush. Ja, hier, bevor wir reingehen, hier schon mal Top 5 und Erweiterung kann man hier. Hier kann man Sticks kaufen, Blöcke, Kill Sounds und die Death Sounds auswählen. Dann gehen wir direkt da mal rein, werden auch direkt schön reingesendet. Ich finde es gut, dass sie so mit Armor Stances gemacht haben und nicht klassisch mit Schildern. Und ja, hier hat man wieder die Erweiterung, die man auch in der Lobby schon hat. Dann hat man hier das kommt bald, dann gibt es die Warteschlange und das kommt auch bald. Dann hat man hier die Spieler sichtbar, kann man direkt austesten, dann ist der Typ hier weg. Dann haben wir Herausfordern, das hat er ja gerade bei uns gemacht, aber ja, ihr kennt wahrscheinlich MG Rush, deswegen muss ich das glaube ich nicht spielen. Spectate gibt es hier, auch ganz nice. Und dann gibt es ja auch schon direkt die Einstellung Herausfordern, Standardmap und Inventarsortierung. Ja, auf jeden Fall richtig nice, also muss man einfach sagen, der Server hat auf jeden Fall viel Potenzial, das heißt, so wie es ist, wie die halt das hier alles aufgebaut haben. Bad Wars ist glaube ich klassisch so, hier gibt es auch wieder direkte Erweiterungen, wie bei Rebi, Sticks, Battle Boss und Kill Sounds und Death Sounds. Da kann man hier direkt auswählen von 2x1, 2x2, 2x4 und so weiter und so fort. Dann gibt es ja auch eine Serverübersicht, da kann man direkt einfach darüber reinjoinen, ist so ein Quick Join, sei jetzt mal. Kann man wahrscheinlich auf GOM auch. Ja, ist halt Bad Wars. Dann gibt es hier die Teamauswahl, blau und rot. Und hier eine Einstellung für Force Map, Voting, wahrscheinlich für Gold, genau. Und Force Start. Ja, ich kann nun nicht Force Starten, anscheinend habe ich mit den Rang die Rechte. Ich muss auf jeden Fall sagen, diese Wartelobby ist extrem cool, weil hier sind halt viel mit Armor Stance gebaut und ich finde es einfach ganz, ganz geil, so mit Armor Stance zu bauen. Also. Ist natürlich mein persönliches Empfinden, jeder hat eine andere Meinung, aber ich finde es halt einfach nice, wenn man mit Armor Stance baut. Ja, SpeedBW kann man wahrscheinlich von anderen Servern, da muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen, und Bridge ist halt, ja, kennt man glaube ich auch, von einer Insel zum Ziel bauen, sollte glaube ich selbsterklärend sein. Dann gibt es hier Skywars, Waterfight kennt man wahrscheinlich auch von vielen Trainingsservern und dann halt auch nochmal Skywars, ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne mal draufklicken, genau. Und hier gibt es auch wieder Erweiterungen, einmal die Kill Sounds und Death Sounds. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass die hier so oft das hier eingebaut haben mit den Erweiterungen. Dann gibt es hier 2x1 und die verschiedensten Varianten. Ja, gehen wir direkt mal drauf. Dann hat man hier auch direkt wieder eine Teamauswahl, blau und rot. Dann gibt es hier die Kits, wo man eine Menge Auswahl hat. Und ich muss, irgendeiner hat mir unter die Kommentare geschrieben, dass ich mit dem Influencer-Rang irgendwie doppelte Labs bekomme, das ist hier die Währung. Auf jeden Fall nice. Ich habe hier ja noch kein Video gemacht und habe einfach den Influencer-Rang bekommen. Auf jeden Fall mega fresh und da geht nochmal dickes Danke raus an das Team. Nämlich folgendes:
der Rang heißt nicht YouTuber, sondern Influencer. Das hat einen ganz anderen Grund. Wenn man 150 aktive Abonnenten auf YouTube oder Twitch hat, dann bekommt man den Rang. So wie Instagram und Twitter, wenn man 500 aktive Follower hat, bekommt man auch den Rang. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative für Leute, die irgendwie kein YouTube machen oder so. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Dann gibt es hier FFA, SG-FFA, normales FFA und Bild-FFA. Bild-FFA kennt, glaube ich, jeder. Normales FFA denke ich auch. Und dann gehen wir dort mal in SG-FFA rein. Dann gibt es hier Team verboten und einmal Team erlaubt. Ich gehe jetzt einfach mal in Team verboten rein. Ja, dann sind wir hier auch schon drunter. Wir starten wie ganz klassisch. Ich bin irgendwo jetzt anders, okay. Auf jeden Fall startet man ganz klassisch mit einer Holzaxt und man muss halt auf der Map versuchen, beziehungsweise man muss auf der Map Thron finden, die dann rechts klicken und dann, besseren Start finden und sich dann fighten, also kämpfen. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Auf jeden Fall ist mein Minecraft gerade einfach abgestürzt. Auf jeden Fall, Jungs, SGFFA habe ich, glaube ich, schon erklärt. Also man hat es auf jeden Fall noch gehört, weil ich habe hier auch nochmal weiterlaufen lassen. War ein bisschen sehr weird. Auf jeden Fall nochmal dickes Dankeschön an das Serverteam, dass die mir einfach schon den Influencer reingegeben haben. Finde ich auf jeden Fall eine lobende Sache. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und lässt auf jeden Fall einen guten Eindruck da. Ja, die Schatztruhen habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Ich habe jetzt noch keine Schatztruhen bzw. einen Schlüssel. Würde ich gerne zeigen, aber ja, habe ich leider nicht. Ich habe ja auch noch nicht gespielt so richtig. Ich habe mir natürlich erstmal so alles ein bisschen angeschaut. Globale Punkte habe ich nicht und Labs habe ich auch noch nicht, weil ich keine Runde gewonnen habe oder jemanden gekillt habe. Ja, mein Fazit vom Server ist auf jeden Fall, der Server, mega großes Potenzial, mega gut. Und ich würde sagen, der Server ist sogar besser als Spieloase oder wie heißt der andere Server? Das ist jetzt eine gute Frage. Spieloase und In Trouble. Also ich muss sagen, der Server, mega großes Potenzial. Schaut hier gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao, Leute.